auf zum ersten Tag. Nicht unserem ersten Tag, den von Miles Morales. Aber auch noch nicht durch Spider-Man, glaube ich. Sondern einfach bei Feast. Denn wir als Peter Parker schulden anscheinend oder sind wahrscheinlich der Mentor für den nächsten Spider-Man Miles Morales. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt läuft. Herzlich willkommen zu Spider-Man. Ich bin euer Kellervater. Schön wieder hier zu sein. Jetzt gehen wir's an. Ciao, J. Jonah, Triple J. Es ist ein Grad zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grad stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige, abselten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als bin mal weg, auch wieder. Das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Leben. Ja, ja. Was machst du hier? Oh, er ist ein Kämpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Mir scheint. Wie wär's mit der Netzbombe? Was das? Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, Fäuste hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens, lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief, bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ganz genau. Okay, nur diesmal, schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Ich halte das auf. Oh, sorry. Nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay, Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Das Asyl sollte gleich davor What? Sein. Wir spielen jetzt Miles? Oh, das muss ein Mega-Moment für ihn gewesen sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh Mann. Hab ich voll vergessen. Die Hacking-App. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool, bis später. Gelesene Daily Bugle. Spielen wir jetzt Miles Morales? Ich dachte mir, das spiele ich erst im nächsten Spiel. Apropos, ich habe es bestellt. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt einen Auszug aus... Was? Was habe ich da bestellt? Ich habe Spider-Man Miles Morales Der jetzt noch bestellt. Das ist eine gute Abkürzung. Kann ich jetzt als Miles Morales Zeitung lesen anfangen, oder was? Wie viel spielen wir als Miles Morales? Fragen über Fragen, Leute. Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht und was ist da drüben. Für den geht's gut. Mann, keine Fotos. Aus der Perspektive ist es sowieso heftig, die Stadt zu erkunden irgendwie. Was ist denn das?
Zum Hacken anvisieren. Hacken. Funktioniert die noch? Ist ja geil. Okay. Aber sehr viel Englisch. Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Was ist mit denen los? Sind die jetzt plötzlich die Gestapo, oder was? Das wird sein. Das wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht will, könnte ich über den Zaun. Ah ja. Kennen Sie zufällig einen gewissen Martin Lee? Wow, das war zu einfach. Krass, dass selbe Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Vielleicht, ja, aber das sind Idioten, also ich würde es eher nicht machen an deiner Stelle. Hoppi. Okay, Hacking-App, steh mir bei. Die ist cool. Gut, los jetzt. Upsi. Gehe ich wohl besser aus dem Weg. Ich dachte mir nicht, dass sich der jetzt umdreht. Ehrlich gesagt, das war nicht so klug von mir. Ei. Ach so, der ist ja so, der geht sowieso die ganze Zeit hin und her, alles klar. Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Okay, warte. Was machen wir jetzt? Mach nochmal. Niemand ist da. Mann! Ich dachte mir, das habe ich jetzt. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Irgendwo habe ich wohl was übersehen. Mann, Alter. Ich fühle mich gerade so gedemütigt. Okay, Hacking App. Steh bei. Gut, komm, schaffen wir das jetzt? Macht das? Er macht das nicht. Die Sau. Alpha-Team in Alarmbereitschaft. Ich gehe mal lieber etwas schneller. Warum ist da so Stasi-mäßig alles? Ich kann links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Ich glaube, das Gerüst rechts drüber wäre cool, oder? Über das Gerüst wird's klappen. Alter, was ist da los? Da fühlt man sich Drohnen? Ja schlimmer als bei... Blenden. Können Sie lügen? Wir haben Videos. Kommen Sie mal. Ich muss nach Hause. Ich bin rechtlich befugt, Sie zu treffen. Die Dinger haben Geschütze. Die dürfen mich nicht sehen. Das passiert, wenn Sie mich anlügen. Sie haben jetzt das Sagen in der Stadt. Haben Geschütze, die wahnsinnigen Drohnen. Oh. Das wäre cool gewesen. Wenn der wieder zurückkommt, wäre es cool. Oh, na, schlaf gut. Das hier wäre so cool, wenn es nicht so ätzend wäre. Da muss irgendwas anderes passieren jetzt. Komm schon, ignorier mich. Ich bin nicht da. Jawohl! Okay, ich bin in Sicherheit. Woo. Verdammt. Das war krass. Warum? Was ist da los? Oh, hey Mom. Hi Schatz, bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, sie war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seiner. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ich hab...
Dämonengesichter. Überall. Atmen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, Mike. Hey, Pete. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, nein, schön, dass du da bist. Okay, also, wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Und ich sehe später nach, wie es bei dir läuft, in Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein subatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Subatomar. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Mist! Verdammtes Mistding! Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren, wenn braunsche, sie... Was? Nein, man muss nur ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder. Oder es ist ein loses Koax-Kabel. Okay, okay. Bitte sehr, du Klugscheißer. Bitte, mach nur. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Rathausattentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Davis. Hey, Frischling, füll mal auf. Sein Sohn Miles und sein Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey, Ernie. Du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis. Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, ja, danke. Junge, das... Tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Hey, May. Ich muss wieder los, aber... Ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Zur Bowery. Das erinnert mich. Bowery, was heißt das? Ich weiß es nämlich nicht. Aber bei John Wick gab es das auch, wo die Penner dort waren. Oder die quasi Penner. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Peter turns out to be a good mentor for Miles. Also er ist irgendwie total, er entwickelt sich voll zum Mentor für den Jungen und macht es richtig gut. Wahrscheinlich, weil er halt komplett, Alter, ich fall gerade in Anglizismen, das schlimmer nicht mehr geht, weil er relaten kann. Weil eben seine Eltern auch, also weil er es nachvollziehen kann. So, damit ich es rausbringe, ich muss ein bisschen deutscher bleiben. Muss ich? Ich weiß nicht. Egal. Gut, gut, gut. Geh mal raus. Aber war eine coole Mission. Sie ist echt abwechslungsreich. Also, Hut ab vor Insomniac Games. Die machen das wirklich gut. So ein Open-World-Game. Auch nicht zu überladen. Nicht zu wenig. Und nicht zu viel. Es passt genau. Lass mich raten. Erster Tag abgeschlossen. Neues. Aber es schaut so aus, als könnte man mehr Zeitungen lesen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob wir diese Zeitungen als Peter hey, Yuri, auch lesen ich können. Ich will zur Bowery, damit Michaels, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen? Mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde es ihr zutrauen. Ach, gut. Ich bleibe in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nicht verwirrt. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn wir das als Spider-Man auch machen können, also als Peter, das Zeitung lesen, dann habe ich es die ganze Zeit übersehen.
Wenn das nicht so ist, dann werden wir noch viel anscheinend als Miles spielen, weil das waren über 20 Zeitungen anscheinend, die man da... Okay, sei ehrlich. Oh. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn dieser Teufelsatem in der Stadt freigesetzt wird? Ach, weißt du, globale Pandemie, Weltuntergang, solche Sachen. Warum frage ich auch? Okay, Leute, das passt jetzt gut. Ich bin jetzt gerade noch im Überlegen, Fertigkeiten... Was, haben wir ein Fertigkeiten? Wir haben schon wieder einen Fertigkeitspunkt, das ist nice. Ach schau, wie ein Gummiball. Drücke bei Kontakt mit dem Punkt X, um die Sprungdistanz stark zu erhöhen. Ach ja, machen wir das. Erhöht Schaden und Reichweite des Netzschlages. Super, auch nur eins. Wunderbar. Missionen. Gibt es jetzt nur den Kollisionskurs. Also freue ich mich schon auf die nächste Episode. Jetzt ein Cut.